Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem BMW Vogel Autohäuser YouTube Channel. Heute mal mit etwas ganz brandneuem aus dem Hause BMW M Performance. Wir haben das nötige Feintuning vorgenommen und zwar an diesem wunderbaren Stückchen hier. Wir zeigen euch heute die Exterieurparts zum nagelneuen BMW M240i Coupé. Heute zeige ich euch, wie ihr den nötigen Feinschliff bei eurem BMW M Performance vornehmen könnt. Und zwar gerade mal hier oben gestartet mit der niegelnagelneuen BMW M Performance Heckspoilerlippe, speziell zugeschnitten für euer BMW 2er Coupé. Was mir hier sehr gut dran gefällt, ist, dass der ganze Spoiler an sich mehrflächig aufgebaut ist und gerade im Mittelbereich nochmal diese kleine Einkerbung aufweist. Von der Seitenansicht her betrachtet, fällt der auch enorm weit aus der Karosserie heraus und bietet da auch nochmal den besseren Touch zu eurem BMW M Performance. Auch hier unten wurde nicht gespart, dort haben wir euch mal den BMW M Performance Heckdiffusor ebenfalls in Carbon mit angebracht. Der käme im Normalfall hier beim M240i in Schwarz-Hochglanz. Wir fahren fort mit der Seitenansicht eures BMW M240i Coupé mit M-Performance-Umbau. Mir fiel gerade ein, den haben wir noch gar nicht fahraktiv getestet. Sollte sich da die Möglichkeit bieten, zeigen wir euch den selbstverständlich und stellen euch dann den Innenraum nochmal detailliert vor. Bleiben wir nochmal kurz bei der Bauteilwelt. Na, fällt es euch schon auf? Mir definitiv, darf ich vorstellen, das wäre der M-Performance-Seitenschwelleraufsatz hier, um euch nochmal von der Serie abzusetzen. Toll hierbei, ihr habt ein Zwei-Farben-Design dann mit am Start. Einmal das Schwarz-Hochglanz des Serienseitenschwellers und der Splitter-Aufsatz dann nochmal hier mit dabei, der sich dann durch die Lücke hier deutlich von der Karosserie abhebt. Gefällt mir sehr gut, das Ganze wirkt sehr knackig, vor allem wenn man sich das von schräg hinten anschaut. Und ja, das darf ruhig mal sein. Das war aber auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Hier hätten wir noch die Spiegelkappen, ebenfalls in der Carbon-Optik dann mit dabei. Und da merken wir einfach, es geht immer mehr auf das Thema BMW M zu. Seitenstäbe dürfen da nicht fehlen. Wir zeigen es euch gleich nochmal in der Nahaufnahme. Übrigens, gerne erhaltet ihr die Teile auch einzeln in unserem BMW-Store oder direkt bei uns. Die Artikelnummern dafür findet ihr nochmal voneinander differenziert unten im Kästchen. Solltet ihr Fragen haben, ruft uns an oder kommt vorbei. Wir helfen euch liebend gerne weiter. Die BMW M-Performance Umbaumaßnahmen an der Front setzen sich aus insgesamt vier Bauteilen zusammen. Nummer uno wäre das Frontziergitter hier, auch dieses selbstverständlich in der Carbon-Optik. Die Serie lässt dahinter ebenfalls nochmal grüßen in Schwarz-Hochglanz und wir machen direkt weiter mit dem Frontsplitter. Der käme als einzelnes Bauteil und ginge dann von hier bis circa hier hin. Das wäre so schon mal ja, der erste gesetzte Akzent. Sollte das nicht ausreichen? Für links und auch rechts bieten wir dann selbstverständlich noch Frontaufsätze mit Splitteroptik. Auch da geht die Karosserie dann gefühlt noch mal etwas weiter raus und wir haben noch ein höheres Flächenspiel, weil auch hier die Karosserie dann noch mal vom Bauteil abgetrennt wird. Schönerweise ist mir aufgefallen, dass beim M240i der Scheinwerfer noch mal mit einem goldenen Akzent versehen ist. Es handelt sich ja um ein M-Vorstufenfahrzeug, daher nochmal das kleine Ceriumgraue Indiz. War einfach mal witzig zu wissen. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ihr noch Fragen habt zu der aktuellen Auswahl der M-Performance Parts oder vielleicht sogar zu Interieurteilen, weil die haben wir hier nicht mit angebracht, ruft uns an. Wir helfen euch jederzeit sehr gerne weiter. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne und auch sportliche Fahrt.